Ofengenuss. Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wir fahren gerade im Audi S6 4G, wohlbemerkt noch der C7, das heißt den echten 4 Liter Benziner V8 und nicht den wie bei den aktuellen Modellreihen mit dem Diesel anzutreffen. Und wir haben euch schon mal mehrere S6 und S7 4Gs gezeigt mit Abgasanlagenmodifizierungen. Und dachten, zeigen euch auch mal diesen hier, weil wir hier die Kombination haben von Abgasanlagenmodifizierung mit der Active Valve Control zum Steuern der Abgasklappen und der Active Suspension Control für das Luftfahrwerk, da ja der Audi S6 und S7 4G werkseitig immer mit einer Luftfederung zu uns kommen, sag ich mal. Und wir haben schon ein wenig diskutiert über die Farbkombination von diesem Auto mit den Felgen, die drauf sind, weil ja, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig oder ich sag mal sehr geschmackslastig mit den Rädern, die innen in einem sehr auffälligen Goldton lackiert sind, mit einem schwarzen Rand auf einem weißen Fahrzeug mit rot-gelben Deckeln. Also ist schon ein bisschen stark durchmischt, sage ich mal. Ich habe auch schon mit dem Kunden ein bisschen gesprochen, so ob das so schon gewünscht war in der Art. Und dann sagt er, ja, er hat sich das ein bisschen anders vorgestellt. Also es wird doch schon geändert werden, hoffe ich zumindest. Ist natürlich immer alles Geschmackssache. Es muss ja immer dem Fahrer selbst gefallen. Aber ich glaube, er selber war auch ein wenig erschrocken über die starke, ich sag mal, Durchmischung, die da doch zutage gelangt mit diesen ganzen verschiedenen Designen. Und dementsprechend freue ich mich, wenn das irgendwann mal doch ein bisschen anders aussieht. Gezeigt haben wir euch das Fahrzeug im Dynamikmodus mit der, ich sag mal, alltäglichen Tieferlegung. Im Komfort- und Automodus ist Serienhöhe eingestellt und das Auto halt wirklich, wenn man mal irgendwie lange Strecken fährt, jederzeit auf die Serienhöhe zurück kann und wirklich nur im Dynamikmodus knackig tief dahin rollt und auch ansprechend aussieht. Mit der Active Valve Control ist das so geregelt, dass wir halt die Abgasklappen im Komfortmodus schließen und Dynamikmodus öffnen können. Werkseitig, wie in den anderen Videos ja bereits erwähnt, schließt die Abgasklappe ja nicht abhängig vom Drive Select Modus, sondern ausschließlich im Vierzylinderbetrieb, was ja hier ja mit der Modifizierung ein bisschen schade wäre, weil wir ja aktiv, leiser und lauter gerne fahren möchten. Im Komfortmodus extrem angenehm, sehr, sehr ruhig, im Stand nahezu Serienlautstärke. Beim Fahren öffnen die Abgasklappen bei ca. 4000 Umdrehungen halt dem Staudruck geschuldet. Hier ist halt wichtig, das haben wir bei einem anderen Video, wo wir auch die Standard-Abgasanlagen modifiziert haben, auch schon gelesen hatten, dass das im geschlossenen Zustand ja fürchterlich klingt. Das liegt daran, dass bei dem Facelift-Modell die Abgasklappe vor dem Schalldämpfer sitzt und entsprechend extrem viel Staudruck abbekommt. Und die Klappen, je nachdem, wie viele Kilometer die Autos runter haben, fangen irgendwann an, rasselnde Geräusche zu machen. Und das hat man halt ein bisschen ausgeprägter, je mehr Kilometer das Auto hat. So in Richtung 100 plus fangen die alle an, so ein bisschen rasselnde Geräusche zu machen. Und das ist halt das, was man dann hört bei Abgasklappen geschlossen, dieses rasselnde Geräusch, weil die Abgasklappe einfach nicht mehr den vollen Widerstand hat wie anfangs, sage ich mal. Geöffnet ist natürlich ganz andere Musik. Wir haben leider immer noch nicht die Möglichkeit gehabt, mal ein Auto zu testen mit der Software. Das hatte ich euch mal erwähnt gehabt, dass ich ein wenig den Eindruck habe, dass die Autos mit Sportabgasanlage ab Werk eine andere Software haben. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mal einen auszulesen, wie da der Datenstand ist, um es mal einfach stumpf zu vergleichen. Weil vom Eindruck her macht der mit Sportabgasanlage andere Fehlzündungen. Er macht sie ein bisschen häufiger, ein bisschen dumpfer. Und auch in der S-Gasse bin ich der Meinung, dass es deutlich mehr knallt mit Fahrzeugen, die eine Sportabgasanlage ab Werk haben. Aber ich habe leider noch keinen da gehabt in der Zwischenzeit, um das einmal zu vergleichen.
zeigen wir euch am besten auch einmal kurz den, die Launch Control, weil das ja schon ziemlich knackig klingt hier mit dem Standdrehzahlbegrenzer bei 5000. Hat schon echt eine fiese Note, wenn man hinter dem Fahrzeug steht. Ist aber wirklich für den Ohrengenuss wirklich eine Wohltat. Und dementsprechend können wir euch das nicht vorenthalten, das zu zeigen. Ohrengenuss. So, das war's auch schon vom Audi S6 4G V8 mit der Abgasanlagenmodifizierung, der Active Ride Control und der Active Suspension Control. Mich würde interessieren, wie findet ihr hier die Kombination vom Klang zum Fahrzeug? Und einmal natürlich, wie findet ihr die Felgen? Was würdet ihr daran ändern? Welche Farbnote hättet ihr da eingeschlagen? Ich freue mich für euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Ohrengenuss.